Weltspitze zu Gast in Berlin. Zu den 17. Berlin Masters ist die Elite der rhythmischen Sportgymnastik in die Max-Schmeling-Halle gekommen. Allen voran die Russinnen um Superstar und Top-Favoritin Ekaterina Selesnyova. Hinzu kommen Spitzenteams aus Aserbaidschan, Weißrussland und der Ukraine. Für die deutschen Starterinnen Lea Kalcevic und Noemi Peschel ist diese Konkurrenz eine echte Herausforderung, aber auch eine Chance, sich auf Weltniveau zu präsentieren. Am ersten Tag stehen Reifen und Ball auf dem Programm. Für die erst 16-jährige deutsche Meisterin Lea Kalcevic eine gute Gelegenheit, um internationale Erfahrung zu sammeln. Und wer weiß, vielleicht reicht es ja sogar für einen Platz unter den Top 8 und damit fürs Finale am Sonntag. Dieses Jahr haben die Berlin Masters übrigens eine ganz besondere Bedeutung, denn sie sind eines von weltweit 4 Turnieren des neu geschaffenen FIG World Challenge Cups. Der Gruppenwettbewerb findet dann auch mit Berliner Beteiligung statt. Alexandra Tikhonovic vom BTSC vertritt die Hauptstadt und das durchaus würdig. Das deutsche Team liegt am Ende des ersten Tages auf einem achtbaren 5. Rang. Für die deutschen Einzelstarterinnen Lea Kalcevic und Noemi Peschel lautet die Devise bei ihrem ersten World Challenge Cup: Erfahrung sammeln. Lea liegt nach 2 Geräten auf Platz 10, Noemi immerhin auf Platz 24. Aber abgerechnet wird bekanntlich am Ende.